Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Freitag. Sprechen wir erst über Lewandowski. Ja, der will nicht mehr für die Bayern spielen, hat er klipp und klar erklärt. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bayern noch ein bisschen Ablöse für ihn haben wollen. Das heißt, dass er eventuell jetzt noch im Sommer wechselt nach Barcelona. Denn die wollen ihn offensichtlich auch im fortgeschrittenen Fußballalter, muss man ja sagen. Wenn man mal so 3-4 Jahre über 30 ist, schwieriges Thema. Aber bin gespannt, wie die Bayern darauf reagieren werden. Nächstes Thema. Hier eine uralte Tabelle. Kaiserslautern ganz weit vorne. Das war das Jahr, wo sie aufgestiegen sind und Meister geworden sind. Und diese Tabelle haben sich offensichtlich viele Lauterer an die Wand genagelt. Und deswegen schicken sie mir die auch heute noch, damit ich sie hier nochmal zeige. Und was war mit Schalke? Die haben gerade an dem Spieltag mit 0:1 gegen Bremen verloren. Heute magischer Moment für mich beim Sportradio Deutschland. Heute Morgen zwischen 6 und 10 moderiere ich da ja immer. Und da gab es plötzlich einen Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Und da sagte der Kollege gleich ein Interview mit Franz Stockebrand vom Tottenham Supporters Club. Und da war ich... Franz Stockebrand, deutsche Fehlleistung, den kenne ich doch, Jugendfreund von mir, den habe ich 40 Jahre oder länger nicht gesehen, mit dem habe ich zusammen Fußball gespielt und der taucht dann einfach auf im Sportradio Deutschland. Habe den Moderator deutlichst gebeten, den Franz danach zu fragen, wie ich denn so als Fußballer gewesen bin. Bin gespannt, das soll heute Morgen, am Freitagmorgen, dann in unserer Sendung aufgeklärt werden. Bin ich wirklich gespannt drauf. So, dann habe ich noch ein witziges Foto gefunden hier. Messi, ich Wessi, ich Ossi, ich Lessi. Fand ich einfach niedlich. Hier sehen wir alle auf einem Bild mit diesem kleinen Schriftzug. Ich Messi, ich Wessi, ich Ossi, ich Lessi. Niedlich, was man manchmal mit Fußballern so machen kann. So, und dann, wer noch keine Eintrittskarte hat und wer noch Lust hat, heute Abend, am Freitagabend, in Blomberg, oder heißt es Blomberg, ne? Ich glaube Blomberg, 19.30 Uhr, OWL Sportstudio, Ostwestfalen Sportstudio, mit Thomas von Esen, über 300 Bundesligaspiele für den HSV absolviert, mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heinemann, später dann CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Lukas Serbe, der Handball-Topspieler aus Lemgo. Und das Ganze präsentiert von Mario Brink. Nein, nicht Bernhard Brink, Mario Brink. Und ja, ich bin auch dabei. Wenn ihr Lust habt, also heute am Freitag 19.30 Uhr OWL Sportstudio im Schützenhaus oder so ähnlich in Blomberg. Und ja, morgen dann Gladbach gegen Hoffenheim, aber das habe ich oft genug jetzt erzählt. So, das war's für heute. Wir nähern uns der 1000. Erschreckend mit 7 Meilenstiefeln. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und wir sehen uns erstaunlicherweise, wenn alles gut geht, wieder. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.